Und auch Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir gucken uns heute mal das neue Update an, was wir im Spiel erhalten haben. An sich ist es ja nicht richtig neu, wir hatten es ja schon in der Beta, nur jetzt ist es veröffentlicht und zwar ist es der zweite Part von unserem dreiteiligen Update. Hier drin sind Schildkröten und auch einige kleine Features, die ich schon öfter mal angesprochen habe. Ich würde sagen, legen wir los und gucken uns mal an, was wir so haben. Fangen wir am besten auf der linken Seite an und zwar geht es jetzt erstmal um den Akquisator. Was ist der Akquisator? Der Akquisator ist wie ein Leuchtfeuer unter Wasser. Man erhält einige Fähigkeiten unter Wasser, wenn man ihn baut. Und wie funktioniert das? Ganz einfach, man braucht Prismarinziegel, baut daraus so ein Portal. Das besteht an sich von einer Höhe von 5, Breite 5. In der Mitte lässt er alles frei. Sollte alles ausgefüllt sein mit Wasser und dann würde dieses Teil sich verwandeln. Wie das Ganze aussieht, blende ich dir ein, zack. So sieht das Ganze aus. Man kann die Portale auch noch ein bisschen vergrößern, sodass dann auch die Fähigkeiten besser werden oder auf eine längere Reichweite. Man kann das Ganze aus Prismarinziegeln bauen oder aus Seelaternen. Das variiert, wie man gerne möchte. Wie man das Ganze sich craftet, ganz einfach mit dem Herz des Meeres. Das kennst du schon, das hatten wir. Hatte noch nicht so eine richtige Verwendung, kriegt es aber jetzt. Dazu brauchen wir dennoch die neuen Muschelart. Ich habe dir das Ganze hier aufgebaut, so müsstest du das Ganze in der Werkbank craften, um den Akquisator dir zu erhalten. Super, das war es auch schon. Damit kommen wir dann zum nächsten Teil und zwar ist es ein neues Rüstungsteil. Und zwar haben wir nun einen Schildkröten-Panzerhelm erhalten. Wenn wir uns ihn aufsetzen, erhalten wir auch gleichzeitig noch eine neue Fähigkeit. Das ermöglicht dir unter Wasser länger zu atmen. Also wenn du überhaupt das Herz dazu hast, Schildkröten abzuschlachten für einen Helm, dann kannst du länger unter Wasser atmen. Wie man sich das Ganze craftet, ganz einfach, habe ich dir hier oben so aufgezeigt, das baust du ganz einfach. Huch, da brauchen wir natürlich auch das Material Hornschuppen. Die erhältst du dann natürlich von den Schildkröten. Daraus bastelst du dir so, wie man es kennt, einen Helm. Sieht natürlich so eventuell aus. Verdeckt vielleicht von deinen Skin die Augen, aber ansonsten sieht er eigentlich relativ cool aus. Könnte fast wie ein Fahrradhelm sein. Dann haben wir auch noch von den Schildkröten noch die Eier erhalten. Das sind jetzt nicht die Spawn-Eggs an sich, das sind ganz normale Eier, so wie sie in freier Natur spawnen. Das Ganze kann man sich natürlich stacken, bis zu 4-mal. Denk aber nicht dran, dass du dir das Ganze jetzt im Garten platzierst für Deko oder so. Das könntest du höchstens auf den Teller machen für ein Frühstücksei. Denn so nach etwa 10 Minuten fangen sie an, sich aufzulösen und zu despawnen. In der Natur würden sie natürlich dann einmal schlüpfen. Als nächstes kommen wir dann zu zwei Blöcken, die jetzt eine neue Fähigkeit erhalten haben. Und zwar ist es der Seelensand und dann der Magma-Block. Ich kann sie nochmal hier kurz ins Inventar nehmen, damit du weißt, welche das sind. Seelensand und Magma-Block. Diese zwei Blöcke haben jetzt unter Wasser die Fähigkeit bekommen, dass der Seelensand Blubberbläschen hochlässt und der Magma-Block Blubberbläschen einfängt. Das heißt, wenn du dich über diesen Blöcken befindest, zieht der Magma-Block dich zum Meeresboden, in den der Seelensand dich aber vom Meeresboden wegstößt. Auf diese Fähigkeit habe ich eigentlich schon lange gewartet, weil Blubberbläschen wollte ich schon immer haben in Minecraft. Jetzt sind sie drin und damit können wir einiges anstellen. So, kommen wir natürlich dann zum letzten Part, was wir jetzt hier noch erhalten haben. Und zwar geht es um Mobs. Welche das sind? Zack, die zwei neuen habe ich schon mal. Und zwar geht es um den ertrunkenen Zombie, den wir jetzt dazu erhalten haben. Der gab es zwar schon in der Beta, guckst du mich auch mal an hier. Der will mich nicht angucken. Ah doch. Ja, jedenfalls der ertrunkene Zombie ist jetzt unter Wasser da. Der war vorher nicht da und jetzt ist er da. Ja, gut erklärt. Als nächstes kommen dann noch die Schildkröten. Die sind ziemlich groß ausgefallen. Von einer Fläche von 4 Blöcken füllen sie den Raum und ja, sie können am Land wie im Wasser überleben. Wie gesagt, Schildkröteneier findet ihr meistens an Stränden, weil da lassen sie sich dann nieder, um sie halt ja, zu legen. So, das sind natürlich unsere Schildkröten. Dann haben wir noch den Delfin. Den hatten wir zwar schon, aber der hat eine neue Fähigkeit erhalten. Da wollen wir auch gleich mal drauf eingehen, indem wir hier an die Kiste gehen. Und zwar könnt ihr jetzt Delfine füttern. Das Ganze geht mit rohen Lachs oder rohen Fisch oder rohen Lachs. So. Das Ganze, ihr geht zu ihm hin, drückt es und ihr seht vorne an seiner Schnauze, da frisst er das Ganze, zack, hat er gefressen. Na, macht das nochmal, genau. Wenn ihr ihn füttert, bringt er euch zu Schiffwracks oder vielleicht zu sogar manchen Tempeln. Dadurch findet ihr dann natürlich noch so wie das Herz des Meeres, falls ihr euch fragen solltet, hey, wie finde ich das? Also mit der Hilfe des Delfins könnt ihr das Ganze finden, indem ihr ihn füttert. Ihr zähmt ihn nicht dadurch, aber freundet euch damit ihn so leicht an. Na jedenfalls, das ist das Update. Ich werde mich jetzt dran machen, für die Blubberbläschen schon fest zu verbauen. Da habe ich schon eine Idee zu. Und ja, ansonsten war es das Ganze. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in einer anderen Folge wieder. Also haut rein und tschüss.